Fortuna Düsseldorf mit Feldvorteilen, aber der VfB mit den dickeren Chancen. Heidrich. Heidrich, jener Mann, der noch zu Erstligazeiten aus Chemnitz geholt wurde. Rische. Kujat, der andere Stürmer. Wieder Rische. Der VfB will ja seine Truppe zusammenhalten, aber für Rische liegen auch aus der ersten Bundesliga einige Anfragen vor. Wieder Rische, wieder der VfB Leipzig. Wulf Tange, ein Mann, der aus Köln kam und der sich sehr, sehr gut eingefügt hat. Wieder Heidrich. Im Tor bei Fortuna Georg Koch. Bei den Gästen im Angriffsspiel nicht viel zu sehen. Da diktiert der VfB die Szenerie. Kujat und wieder Rische. Rische strebt hier seinen 15. Saisontreffer an. Aber zur Pause steht es noch 0:0 unentschieden. Die zweite Halbzeit. Der Oldie der Leipziger, Mats Liebers. Herrlicher Pass, wieder eine neue Chance für Jürgen Rische. Und Georg Koch. Koch, ein Mann heute ohne Fehl und Tadel bei der Fortuna. Das sein Gegenüber, Mike Kischko. Jut. Und Andrzej Bunzol. Fortuna Düsseldorf wird stärker in der zweiten Halbzeit. Wieder Bunzol. Ja, hier muss es Freistoß geben. Foul von Holm Pinder. Nicht so ganz zufrieden, Gustl Starek. Bunzol. Und er passt genau. 61. Minute. Fortuna geht in Führung im Leipziger Zentralstadion. Da können jetzt die Gelehrten streiten, ob der haltbar war für Kischko oder nicht. Auf alle Fälle, Fortuna Düsseldorf führt mit 1:0. Was hat der VfB entgegenzusetzen? Liebers, Heidrich, Rische. Nur 4 Minuten später und Rische mit seinem 15. Saisontreffer. 1:1, der verdiente Ausgleich. Werner und Rasic bei der Fortuna kommen hier viel zu spät. Und wieder Bunzol und wieder Düsseldorf. Jut. Auch diesmal Freistoß, Foul von Heidrich. Schiedsrichter Herr Hufgard. Rada, welch eine Wumme. Ja, seit den Zeiten des legendären Zimmermann hat man solche Tore bei der Fortuna sehr selten gesehen. Düsseldorf gewinnt in Leipzig 2:1. Und Ristic und Düsseldorf können weiter von der ersten Liga träumen. Und wir schauen auf die beiden Ergebnisse von heute. Leipzig unterliegt also Düsseldorf 1:2 und Wattenscheid unterliegt Hansa Rostock mit 0:4.